kurz aufzustehen für den Gruß. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bitte nehmen Sie Platz und herzlich willkommen heute zum Gottesdienst am 3. Juli. Ich sage das für all jene dazu, die uns über die digitalen Medien noch zuhören. Es gibt ja über Facebook und YouTube immer noch die Möglichkeit, unsere Gottesdienste auch zu hören. Und wir haben auch immer wieder Menschen, die jetzt noch nicht in die Kirche kommen, aus verschiedenen Gründen. Aber ihr, liebe Franka, lieber Philipp, habt euch entschlossen, heute zu kommen, gemeinsam mit Romy und gemeinsam mit Aurelius und gemeinsam mit einer Schar an Familienangehörigen, Freundinnen, Freunden, damit wir Taufe feiern können. Es heißt in der Bibel, im Hebräerbrief, weil Gott niemals lügt, haben wir zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Versprechen. Sie ermutigen und stärken uns alle, dass wir an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Und diese göttliche Hoffnung ist für uns ein sicherer Anker, ein fester Anker, der hineinreicht bis in den himmlischen Tempel, heißt es, bis ins Allerheiligste hinter den Vorhang. Auch dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Wir haben, weil Gott niemals lügt, zwei schöne Zeichen, die uns Jesus gezeigt hat, wo wir miteinander feiern können. Das ist zum einen die Taufe und das ist zum anderen das Abendmahl. Und ganz selten kommt es auch in der Kirche vor, dass man beides in einem Gottesdienst feiert. Und deshalb herzlich willkommen heute hier in der reformierten Stadtkirche. Wir wollen gemeinsam an diesem Sonntag, der nach einer liturgischen Tradition der evangelischen Kirchen heißt, der Sonntag der offenen Arme, also mit offenen Armen, euch als Familie empfangen, so wie ihr Aurelius und Romy empfangen habt als Eltern, so wie sie alle Menschen, die sie lieben, die sie aus großem Herzen, aus Innigkeit lieben, auch empfangen mit offenen Armen. Und wir werden dazu eine Geschichte hören aus der Bibel, die, da muss ich ehrlich zugeben, mir manchmal auch ein bisschen die Tränen kommen lassen. Aber dazu später in der Predigt. Wir wollen gemeinsam singen. Herzlichen Dank an Anton Brevis heute, der an der Orgel uns begleiten wird. Und so wie wir es jeden Sonntag machen, manche warten schon vor der geschlossenen Tür, singen wir das Lied 166, Tut mir auf die schöne Pforte. Wir wollen gemeinsam beten mit Worten aus dem Psalm 91 und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Lieber Gott, wer unter deinem Schutz wohnt, der kann bei dir auch Ruhe finden. Und du schenkst mir auch Zuflucht, so wie eine sichere Burg, ein sicheres Zuhause. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Du willst mich vor Gefahren bewahren. Und willst mir jede tödliche Krankheit fernhalten. So wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet,
so behütest auch du mich stets und bist mir immer nahe. Gott, deine Treue und deine Liebe und dein Geist umgeben mich wie ein starker Schild. Und ich muss keine Angst haben vor den Gefahren der Nacht oder heimtückischen Angriffen bei Tag. Gott, bei dir bin ich geborgen. Bei dir habe ich ein Zuhause gefunden. Und du schickst mir deine Engel und deine Boten, um mich zu beschützen, wohin ich auch gehe. Und sie werden mich lieben und mich auf Händen tragen und mich begleiten. Gott, du liebst mich, so wie meine Eltern und meine Großeltern von ganzem Herzen. Und heute feiern wir, dass du uns alle mit offenen Armen erwartest. So feiern wir heute auch, dass du Aurelius Johann und seine Familie beschützt. Und wenn er einmal zu dir rufen wird, dann wirst du ihn erhören. Und wenn er einmal keinen Weg mehr weiß, dann bist du bei ihm. Gott, lass uns deine Liebe erfahren. Schenk uns ein langes Leben oder zumindest ein erfülltes. Amen. Bitte nehmen Sie Platz und bevor wir jetzt das nächste Lied singen, ich möchte, dass einer mit mir geht, möchte ich das vorlesen aus der Bibel, jene Stelle, warum wir eigentlich heute hier sind, warum wir Menschen eigentlich in den Kirchen zusammenkommen oder auch auf Feldern, so wie ich zuletzt auf dem Sportplatz mit Schülerinnen und Schülern Gottesdienst gefeiert habe. Gott lädt uns ein, dass wir als Zeichen dafür, dass wir seine Kinder sind, getauft werden. Und Jesus hat uns dazu ja ganz klare Botschaft mitgegeben. Es war damals, als seine 11 Jünger nach Galiläa gegangen sind auf einen Berg und da sahen sie Jesus und sie haben sich vor ihm niedergeworfen und einige haben noch gezweifelt. Und Jesus trat zu ihnen und er sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss und sagt es allen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Und jetzt lade ich alle ein, die mögen und wollen, das Lied 209, die Strophen 1 bis 2, ich möchte, dass einer mit mir geht, zu singen. Mir jetzt auch gedacht, dass er darauf wartet, dass einer doch mitkommt. Er möchte uns was zeigen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Eltern, liebe Franka, lieber Philipp, auch, ich habe das ganz am Anfang, auch liebe Großeltern, Edith und Franz, Verena und Rolf. Herzlich willkommen. Ich heiße auch herzlich willkommen die Patinnen, Stefanie und Julia. Und ich heiße alle herzlich willkommen, die sonst noch hier sind, weil Taufe gehört mit zu den schönsten Dingen, weil durch die Taufe wächst die Gemeinde und wächst die Hoffnung und wächst hoffentlich auch die Liebe unter uns. Es ist eine Hoffnung, die Gott uns Menschen schenkt und so wie es heißt, ein sicherer und fester Anker sein kann.
Vielleicht, und ich hoffe, dass es so wird für Aurelius, dass er das einmal erleben kann. Einen festen, sicheren Anker. Ein Zuhause, zu dem man zurückkommen kann. Es gibt eine Geschichte in der Bibel von Jesus, als er eines Tages nach schwerer Arbeit, ja, am Abend sich in ein Haus zurückgezogen hat mit seinen Jüngern und plötzlich klopft es an der Tür. Und draußen stehen Eltern, so wie ihr heute, und sie wollen, dass Jesus ihre Kinder segnet. Sie sind mit ihren Kindern gekommen und wollen, dass er sie segnet. Die Jünger aber passen sie ab bei der Tür und sagen, der Rabbi, Jesus hat heute schon genug gearbeitet, kommt morgen wieder. Es kommt nie gut, wenn man das als Pfarrer oder Pfarrerin macht. Also, Jesus hört das, die Jünger, die Kinder und die Eltern wieder wegschicken wollen und greift ein. Und Jesus nimmt sich wirklich heraus, sie anzufahren, so wie es hier steht, und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Haltet sie niemals zurück. Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Und ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, so wie Aurelius und Romy und alle anderen Kinder, der wird nicht hineinkommen. Und dann nahm er die Kinder in die Arme und segnete sie. Der Segen, der Wunsch, dass den Kindern nichts Böses zustößt. Manchmal als Eltern ist es für uns fast eine ganz, ja, fast nicht zu schaffende Aufgabe, neben allem anderen. Aber es gibt sehr schöne Geschichten, auch aus anderen Kontexten, die uns zeigen, was ein Kind lernt, wenn es vor allem auch eine größere Schwester hat, so wie Romy, die ja doch einige Jahre älter ist als ihr kleiner Bruder Aurelius. Und ich möchte mit Ihnen gemeinsam, vor allem auch mit den Kindern jetzt, euch einladen, eine kleine Geschichte mit mir zu spielen. Sie spielt im Regenwald. Wir haben zumindest einen Regenbogen. Und in diesem Regenwald lebt eine Familie mit einem kleinen Buben und einer älteren Schwester. Und die Eltern sagen aber dem kleinen Buben, du sollst unser Haus besser nicht verlassen. Denn draußen, da gibt es viele Gefahren. Ja, draußen im Dschungel, im Regenwald, da gibt es viele Gefahren. Da gibt es zum Beispiel Mäuse, Fliegen, aber vor allem gibt es dort Steine. Und an Steinen kann man sich den Fuß ganz fest anschlagen. Und es gibt auch noch draußen im Dschungel Löwen. Und Löwen sind auch nicht besonders kuschelige Tiere. Und dann gibt es noch Schlangen. Und vor den Schlangen muss man sich in Acht nehmen. Deshalb, kleiner Bub, kleiner Sohn, bleib daheim. Ja, bleib bei deiner großen Schwester und alles wird gut. Ich lade jetzt die Kinder und alle, die Kind geblieben sind, ein, bei dieser Geschichte mitzuspielen. Sie ist relativ einfach. Immer wenn das Wort Stein oder Steine vorkommt, dann machen wir das, was passiert, wenn man sich an einem Stein den Fuß stößt. Wenn man sagt, au. Au. Ja, habt ihr schon mal euren Fuß an einem Stein gestoßen? Dann kann das ziemlich nicht. Au. Immer wenn der Löwe auftaucht, wir machen Löwe. Ja. Und immer wenn die Schlangen kommen, zwischen wir. Ja, irgendwie so. Okay? Und wir werden merken, diese Geschichte hat eine tiefe Botschaft, auch eine biblische Botschaft. Es war einmal ein Kind, das lebte mit seinen Eltern und einer älteren Schwester in einer Hütte im Regenwald. Vor der Hütte lagen viele Steine. Große und kleine, eckige und runde. Im Dschungel, da streifen Löwen umher. Und im hohen Gras, da lauern listige, giftige Schlangen. Ja, macht Spaß. Die Eltern hatten viel Angst um ihren kleinen Sohn und wollten ihn beschützen. Und der Bub musste in der Hütte bleiben, damit er sich nicht an Steinen verletzt, mit Löwen konfrontiert wird oder auf Schlangen tritt. Keine Angst, die Geschichte ist nicht so lang. Der Bub hatte eine ältere Schwester, so wie du. Und die hatte er sehr lieb. Und die fragte den Bruder einmal, warum gehst du nicht aus der Hütte? Warum verlässt du nicht einmal unser Haus?
Und da sagte der Sohn, der Bruder, da liegen so viele Steine herum und Löwen brüllen nachts und Schlangen zischen im Gras und sie schlängeln sich herum. Und da sagte seine Schwester zu ihm, wenn du einen Stein vor dir siehst, dann spring drüber. Wenn dich ein Löwe anfaucht, dann brülle zurück. Denn die fliehen, wenn sie merken, dass du keine Angst vor ihnen hast. Und wenn du im Gras ein Schlängeln siehst und es Schlangen gibt, gleich vorbei, dann zieh dich vorsichtig zurück und nimm einen anderen Weg. Du musst eben nur ein bisschen aufpassen. Eines Tages waren die Eltern und seine Schwester länger fort und der Bub war alleine und kam auch nachts niemand nach Hause. Da traute sich der Bub einmal hinaus aus der Hütte und zum ersten Mal in seinem Leben sah er den Dschungel. Mit eigenen Augen. Und er war fasziniert von diesem Dschungel. Und da ging er einen Weg entlang und er sah spitze Steine. Aber er hüpfte geschickt darüber hinweg und ging weiter. Dann raschelte es im Gebüsch und ein mächtiger Löwe trat auf den Weg und brüllte ihn an und da brüllte der Bub noch lauter zurück. Und der Löwe lief davon. Zuletzt aber kam er auf eine Lichtung und im hohen Gras, da bewegte sich was und es zischte wie Schlangen. Einmal noch. Und da zog er sich vorsichtig vor diesen zurück und ging rundherum. Einen anderen Weg. Er fand seine Schwester und er fand die Eltern an einem Fluss sitzen und sie versuchten dort Fische zu fangen, die könnte man auch einbauen, blub, 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 aber. Und als sie seinen Vater sah, da sagte er, ah, da kommt ja unser lieber Sohn. Wie hast du das geschafft, zu uns zu kommen? Lagen da keine Steine im Weg? Bist du keinem Löwen begegnet? Und waren da keine Schlangen vor dir? Du musst ja wirklich 3 Schutzengel gehabt haben, damit du das geschafft hast. Und sie waren furchtbar stolz. Und der Bub und die Schwester lächelten sich nur wissend an. Man muss nur wissen, was man tut in der einen oder anderen Situation. Und am meisten lernen wir voneinander. Und am meisten hat der kleine Bub gelernt von seinem Schutzengel, nämlich seiner Schwester. Und genau das ist auch wahrscheinlich gemeint in dem Spruch, den ihr ausgesucht habt, den auch Romy als Taufspruch hat, wo es im Psalm 91 heißt, Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Einmal Aua wäre noch gut gewesen. Ja, liebe Familie, liebe Eltern, liebe Franka, lieber Philipp, ich darf euch jetzt nach vorne bitten, gemeinsam mit Aurelius und Romy, und du darfst auch gerne dazukommen, die Kinder, wenn sie das vorne sehen wollen. Kinder, die versperren nicht. Dann bitte ich noch die Patinnen nach vorne. Stefanie und Julia. Ich muss jetzt auf Wasser drin sein. Ja, und es ist übrigens ganz schön, dann sehen alle und Fotos kann man auch machen. Genau. Aurelius, Johann, Aurelius heißt ja so viel wie Goldstern, der aus Gold gemacht wird. Für euch ein Goldschatz. Und ich habe vorhin mit Wela, unserem Küster, gescherzt, wie kann man da einen Spitznamen machen? Und ich habe mir gedacht, Goldschatz wird vielleicht oder Schätzchen ganz passend sein, aber ihr werdet schon was finden. Gold. Ihr wollt, dass Aurelius Johann getauft wird auf den Namen Gottes, deshalb seid ihr da. Und es ist so, dass Gott seinen Namen, sowie den Namen aller Menschen, aller Kinder, in ein großes Buch des Lebens geschrieben hat. Wir haben hier ein kleines Abbild, unser Taufbuch, da ist sein Name auch hineingeschrieben. Und jetzt frage ich euch, liebe Eltern, liebe Franka und lieber Philipp, wollt ihr, dass euer Sohn Aurelius Johann auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird, so antwortet ja. Liebe Franka, lieber Philipp, liebe Julia, liebe Stefanie, ich frage euch gemeinsam,
versprecht ihr Aurelius Johann auf seinem Weg zu begleiten und mit allem, womit euch Gott im Leben beschenkt, mit eurer Kreativität, eurer Fröhlichkeit, eurer Weisheit, eurem Vertrauen auf die guten Wege Gottes, auch Aurelius zu unterstützen, dann antwortet bitte Ja mit Gottes Hilfe. Wir taufen mit Wasser und werde ich jetzt nicht ganz untertauchen, aber wir brauchen jemanden, der die Taufschale im Blick hat. Muss halt die Taufschale. Ja, das kann ein Kind sein, wenn man so. Aber wir stehen ja Taufschale. Ja, mit dem Taufer vielleicht gemeinsam. Ja, gut. Ich gebe nämlich das Wasser hinein. Und das Wasser ist das Zeichen dafür, dass wir immer wieder darauf vertrauen können, dass Gott uns erfrischen möchte. Schön kalt. Dass Gott uns die Möglichkeit gibt, uns von allem abzuwaschen, was uns belastet. Und wenn jetzt der Aurelius ein bisschen nach unten kommt, dann kannst du mal. Nein. Nur Gesicht nach vorne. Aurelius Johann, ich taufe dich im Namen Gottes, im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Geistes. Gott segne dich für dein Weg. Sei weiterhin so früh. Gott segne euch als Gemeinschaft, als Familie, als Menschen, die sich lieben und aufeinander achten. Gott beschütze euer Leben und eure Gesundheit. Gott gebe euch einen wachen Verstand wie bisher und auch ein offenes Herz. Gott wecke euren Glauben und öffne euch die Sinne für die Schönheit dieser Welt und auch für die Not anderer. Gott schenke euch Freude und Frieden im Leben. Amen. Und jetzt lade ich ein, dieses wunderschöne Gedicht May Sunshine Fill Your Days vorzulesen. Einen Segen, der sehr viel sagt, überhaupt unter dem Dekor. For our little boy Aurelius. May sunshine fill your days, may rainbows lead your path in life, and angels sing your praise. May sadness never cloud your day, nor anger play a part. May God, goodness be your golden rule, may joy fill up your heart. Es gibt viele Zeichen, mit denen man seine Freude zum Ausdruck bringen kann. Das sind zum einen die Blumen, das ist zum anderen dann auch ein kleines Fest, zu dem ihr uns auch mit einladet. Herzlichen Dank, uns alle hier im Anschluss im Hof. Und es ist ein Zeichen, dass in jeder Dunkelheit eine Kerze ausreicht, ein Lichtschein, eine kleine Flamme. Dann wird es schon heller. Dann wird es schon schöner, dann wird es schon wärmer. Vielleicht werden wir das die nächste Zeit über auch erleben müssen. Aber es reicht schon oft ein Funke. Und so ist Aurelius auch ein Funke in eurer Familie, wo ich sicher bin, dass er wie am Anfang eine kleine Kerze brennt, auch immer wieder schöne und helle Momente in euer Leben bringt als Familie. Und ihr habt doch noch Fürbitten vorbereitet, ein paar kleine Gebete als Wünsche und Segenswünsche. Und da bitte ich jetzt die, die eines vorbereitet haben, hierher nach vorne, um das zu lesen. Hast du auch eins? Soll ich sie geben? Ich glaube, wir stellen sie nach vorne. Machst du sie? Okay. Was wünschst du? Ich wünsche, dass Aurelius immer gesund bleibt. Lieber Aurelius, ich wünsche dir viel Liebe im Leben, ganz viel Glück und Zufriedenheit, sowie einen Rucksack voller Lachen und Sonnenschein. Dein Name bedeutet ja der Goldene, das heißt, die Sonne wird sowieso immer an deiner Seite sein. Ich freue mich, deine Patin zu sein und werde dich immer unterstützen. Lieber Gott, wir bitten dich für unseren Sohn Aurelius, dass er immer Menschen um sich hat, die ihn lieben, denen er vertrauen kann, die für ihn da sind und ihm helfen, wenn er Hilfe braucht.
Danke. Ihr könnt zurück in die Bank reingehen und wir wollen jetzt gemeinsam, so wie bei der Taufe üblich seit Anbeginn, das apostolische Glaubensbekenntnis, das Glaubensbekenntnis gemeinsam sprechen. Dazu bitte ich Sie aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und jetzt nehmen wir gemütlich Platz und singen von dem Lied 209, die Strophen 3 bis 4, da heißt es nämlich jetzt, es heißt, dass einer mit mir geht. Nochmal aufzustehen zum Kanzelgruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich habe Ihnen ja versprochen, am Anfang zu beginnen, es geht darum, mit offenen Armen wird Gott uns empfangen. Und Jesus hat damals, vor allem denen, die geglaubt haben, sie wissen, wie das ist mit Gott, drei Gleichnisse erzählt, drei Geschichten. Zu Jesus kamen damals nicht nur Leute der Öffentlichkeit oder Fischer oder Hirten, sondern es kamen auch Zolleinnehmer, also Finanzbeamte und verrufene Leute zur damaligen Zeit, um ihm zuzuhören. Und er musste sich den Vorwurf gefallen lassen, Jesus, von allem von den Gelehrten, Schriftgelehrten und Pharisäern, also den Studierten und den Experten in Sachen der Religion, den Vorwurf gefallen lassen, er gibt sich mit Gesindel ab. Er isst sogar mit diesen Menschen. Und da erzählte Jesus ihnen drei Geschichten, drei Gleichnisse. Ich möchte nur das letzte davon heute ein bisschen behandeln. Sie finden es auch auf der Rückseite des Gottesdienstblattes. Das erste Gleichnis oder die erste Geschichte hat von einem Hirten gehandelt, der 100 Schafe hüten musste und eines davon verloren hat. Und der hatte keine Ruhe mehr, bis er dieses eine einzige Schaf wiedergefunden hat. Das zweite Gleichnis, die zweite Geschichte handelte von einer Frau, und ich glaube, da können wir, auch Männer, egal, jeder, der einen Haushalt hat, ein Lied davon singen. Sie hatte 10 Silberstücke, eines davon hat sie in ihrer Wohnung verloren, und sie ist ganz verrückt geworden und hat dieses eine Stück gesucht, bis sie es endlich wiedergefunden hat und hat sich dann riesig gefreut. Ich glaube, wir kennen das alle. Bei mir ist manchmal der Schlüssel, den ich irgendwo suche, oder auch das Handy, oder auch andere Dinge. Wir verlieren Dinge und freuen uns, wenn wir sie wiederfinden.
Die dritte Geschichte finde ich aber am bemerkenswertesten, denn da geht es darum, um einen Mann, der zwei Kinder hatte. Natürlich gab es auch eine Frau dazu, also Eltern, die zwei Kinder hatten. Aber die Geschichte ist, wie damals in der Bibel halt, aus der Sicht der Männer geschrieben, also verzeihen Sie kurz die Geschichte in diesem Stil. Ein Mann hatte zwei Söhne und eines Tages, da sagte der Jüngere zu seinem Vater, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Und da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden Söhnen auf. Nur wenige Tage später, da machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Und er verließ seinen Vater und er reiste ins Ausland. Und dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. Und in seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Und da kam er zur Besinnung und da fiel es ihm ein. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger? Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Und so machte sich der Sohn auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht wert, nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus, legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Ja, liebe Gemeinde, und wenn sie nicht gestorben sind, es klingt ja fast nach einem Märchen, dann feiern sie noch heute. Es gibt wohl keinen schöneren Grund, um etwas zu feiern. Etwas gefunden zu haben, so wie ihr euren Goldschatz Aurelius gefunden habt und Romy gefunden habt und euch gefunden habt, etwa ein Kind wieder in die Arme schließen zu können. Es sind drei Gleichnisse, gleich hintereinander bei Jesus, von Jesus. Und da hat er gezeigt und erklärt, wie wir uns auch heute hier in Wien 2022 oder in der Schweiz oder wo wir sonst noch leben und zu Hause sind, wie wir uns Gott vorstellen sollten. Drei Geschichten, und das ist das Schöne mit einem Happy End. Wie oft kommt das vor in der Bibel? Drei Geschichten, die fast zu Tränen rühren. Und ich habe auch schon gesagt, mich berührt die letzte Geschichte besonders. Warum, sage ich dann gleich. Es sind emotionale Hochschaubahnfahrten, die diese drei Figuren, der Hirt, die Frau und dann auch der Vater mit seinem jüngeren Sohn, absolvieren müssen. Die Hochschaubahn des Lebens. Mal geht es uns besser und mal schlechter. Wer von uns hat noch nicht einmal so ein Schaf verloren oder etwas Ähnliches und keine Ruhe gefunden, bis man es wiedergefunden hat? Auch bei den Kindern ist es oft so. Sie verlieren ein Spielzeug und können nicht in die Schule gehen, bis sie es gefunden haben und in die Schultasche gepackt. Es können aber auch verloren gegangene Menschen sein, so wie in der letzten Geschichte. Ja, so Verlusterfahrungen. Ein Freund oder eine Freundin, die sich nicht mehr meldet, wo der Kontakt abreißt, wo man sich nicht mehr sieht, nicht mehr hört, aus den Augen verliert. Ein Kontakt, der vielleicht anfangs immer spärlicher wird und dann vielleicht sogar ganz abreißt, versandet. Eine Verlusterfahrung,
die durchaus manchmal mit einer gewissen Ohnmacht und Verzweiflung zusammengeht. Aber schauen wir mal auf den jungen Sohn. Der bricht auf. So wie vielleicht Romy und Aurelius auch mal aufbrechen werden und andere Kinder, meine Penny vielleicht auch, meine jüngste Tochter, einmal aufbrechen werden in die weite Welt. Und das war damals auch üblich. Die jüngeren Kinder, die mussten sich irgendwo einen Ort suchen, wo sie leben können. Es wurde damals vor 2000 Jahren angenommen, der älteste Sohn übernimmt den Betrieb. Ja, ob das jetzt Landwirtschaft, Viehzucht ist oder ein Gewerbe, Tischlerei, der älteste Sohn übernimmt den Betrieb. Also wäre es eigentlich auch bei Jesus klar gewesen, dass er den Betrieb des Vaters Josef übernimmt, aber wir wissen, es kam anders. Die jüngeren Söhne, und Sie merken schon, ein Patriarchat, die Töchter wurden am besten verheiratet, wie es gegangen ist. Ich habe keine Chance. Aber die jüngeren Söhne, die konnten sich ihr Erbe auszahlen lassen. Ja, also ein Stück Land, ein paar Tiere, ein bisschen was vom Familiensilber. Und es heißt hier, der jüngere Sohn, ungefähr ein Drittel bekommt er, der ältere bekommt zwei Drittel. Ob das gerecht ist, sei dahingestellt, so waren die Regeln, ganz klar. Der jüngere Sohn macht das gleich mal zu Geld und denkt sich, nichts wie weg, nichts wie fort. Er reist sogar ins Ausland. Man merkt, dass er wirklich weit weggefahren ist, weil es dort kaum Juden gab und Jüdinnen. Weil wenn es nämlich Juden und Jüdinnen dort gegeben hätte, also Menschen seines Glaubens, dann hätten sich diese laut ihrer Armenfürsorge um ihn gekümmert. Aber er war dort in der Gegend, wo er hingereist ist, ziemlich mutig, ganz allein. Auch bei uns kommen Menschen an. Männer, Frauen, zum Teil auch Jugendliche, Minderjährige ohne Begleitung. Und auch sie finden hier zum Teil mitunter nicht gleich, manchmal, meistens dann doch, Hilfe. Auch sie sind manchmal auf den Straßen hungrig unterwegs, bis man ihnen sagt, es gibt diese und jene Möglichkeit, um zu essen zu kommen, um zu einer Unterkunft zu kommen, um zu Kleidung zu kommen. Wir sind da eigentlich schon recht weit, aber noch sicherlich nicht am Ende. Die Geschichte damals, vor 2000 Jahren, es war halt so, jeder musste schauen, wo er bleibt. Der Sohn hatte kein Geld mehr, nichts mehr, was er verkaufen konnte. Er war nur noch hungrig und durstig und hat gebettelt, vor allem um eine Arbeit. Und er hat auch eine Arbeit erhalten, nämlich das, was sich ein Jude am wenigsten wünscht. Ein Mann jüdischen Glaubens, für den wäre es am schlimmsten gewesen, Schweine essen oder Schweine hüten zu müssen. Ein niedriger Dienst. Und er hätte sich, so heißt es hier, sogar mit Schweinefutter begnügt, aber selbst das wurde ihm vorenthalten. Und hier muss ich leider sagen, ich versuche das oft zu vermeiden, aber es ist so, das ist leider brandaktuell. Ich versuche zu vermeiden, hier zu sehr ins Detail zu gehen, aber werde es auch nicht tun, aber es ist brandaktuell, was hier beschrieben wird. Denn auch heute werden Menschen aus anderen Ländern ausgebeutet, wie Lohnsklaven, wie billige Lohnsklaven angestellt oder beziehungsweise ausgehalten. Erst vor wenigen Wochen habe ich in der Zeitung gelesen, und das war unglaublich, dass hier in Österreich ein Betrieb mit 233 Menschen, noch ist nicht alles wirklich sozusagen an die Öffentlichkeit gekommen oder auch überhaupt rechtlich verfolgt worden, aber 233 Menschen aus dem Irak, Asylwerber, wurden als Scheinselbstständige von einem anderen Herrn angemeldet und eingesetzt zu verschiedenen Diensten. Sie haben, glaube ich, 9 Euro bekommen, mussten das noch versteuern. Und der, der sie angestellt hat, hat 15 Euro eingestrichen in seinen Säckel. Scheinselbstständige oder auch Kurzarbeiterinnen oder auch Leiharbeiter oder wie wir gehört haben, auch bei manchen Paketzustellern, die darunter ächzen, dass sie 17 Stunden am Tag arbeiten müssen und nicht einmal eine Zeit haben, um irgendwo mal kurz aufs Klo gehen zu können. Ich habe das selbst hier erlebt, ein Paketzusteller, der sehr glücklich war, wie ich gesagt habe, gleich hier ist die Toilette und ob er nicht eine Flasche Wasser noch mitnehmen möchte auf seinen weiteren Weg. Damals hat es halt niemanden interessiert, vor 2000 Jahren, aber heute, und da denke ich, das ist schon etwas Gutes, gibt es klare Richtlinien, gibt es Gesetze, Bestimmungen, die so eine Ausbeutung verhindern wollen oder hart bestrafen. Damals der Mann aus gutem Hause, der hatte quasi seine schlimmste Zeit in so einer ausbeuterischen Anstellung.
Er hat nicht einmal vom Schweinefutter etwas abbekommen. Schlimme alte Zeit, könnte man sagen. Aber auch bei uns gibt es Menschen, oder nicht hier in Österreich, aber in der Welt, die sich darüber freuen würden, dass sie vielleicht zumindest das Tierfutter bekommen, das wir an die Tiere verfüttern. Der Bürgermeister von Sao Paulo in Brasilien, ich habe nie gedacht, dass ich die Geschichte mal bringen kann, der hat vor einigen Jahren die tolle Idee gehabt, weil in seiner Stadt Sao Paulo mit mehr als 11 Millionen Einwohnern ungefähr 40% in Armut leben, er hatte die Idee, den hungrigen Kindern an den öffentlichen Schulen ein Essen zur Verfügung zu stellen, sogenannte Farinata. Das sind Essensreste. Die Menschen, die Familien, die sich dagegen gewehrt haben, haben gesagt, das ist wie Hundefutter, Pellets, ja, zusammengepresste Essensreste, zum Teil kurz vor dem Ablaufdatum oder nach dem Ablaufdatum zusammengepresst zu essen, geben sie an die Kinder, damit möglichst viele was zu essen haben. Und hier sind wir wieder genau bei der Geschichte. Es gibt Gegenden in der Welt, wo Menschen froh wären, dass wir vielleicht weniger Tierfutter anbauen, wie wir heute wissen, und mehr Menschenfutter. Wie auch immer, das eine, was der Mann, der junge Mann, in der Ferne, aber neben seinem Reichtum oder seinem Besitz verliert, er ist hungrig, er ist durstig, und etwas, was er dann noch verliert bei seiner niedrigen Tätigkeit als Schweinehirt, das ist sein Stolz, das ist sein Selbstwert. Das ist sein Selbstbild, das ist sein Selbstbewusstsein. Und dann kommt er zur Besinnung. Dann weiß er, es gibt einen Ort, wo ich hingehen kann, mein Elternhaus. Dort gibt es genug zu essen. Wenn ich hier vor Hunger sterbe, möchte ich lieber woanders hingehen, wo ich das nicht tue. Auch da sind wir in der heutigen Zeit. Wir wissen, Menschen ziehen los, meistens aus dem Grund, dass sie hungrig sind, keine Arbeit haben, kein Dach über dem Kopf. Jesus verwendet dieses Gleichnis, um auf viele Missstände seiner Zeit hinzuweisen. Und er möchte aber eines zeigen. Egal, in welchem schwierigen Situation wir uns auch befinden, es gibt immer die Möglichkeit, sich neu zu orientieren, so wie der Sohn. Zu sagen, ich gehe zurück in mein Elternhaus. Meinen Stolz habe ich eh schon verloren. Ich kann das nicht mehr verlieren. Ich gehe zu meinem Vater und ich erwarte eigentlich nichts, außer dass er mich vielleicht anstellt als niedrigen Lohnsklaven. Und ich werde halt demütig darum bitten, dass er mir eine Anstellung gibt. Und dann kommt diese große Szene. Er kommt zu seinem Vaterhaus, zu seinem Elternhaus. Und der Vater sieht ihn aus der Ferne und läuft auf ihn zu. Und er umarmt ihn. Und er küsst ihn. Das sind Gesten, dass man einen Menschen innig liebt und egal, was auch passieren sein mag, nicht von diesem Menschen ablässt. Kein Mensch ist verloren gegangen und darf verloren gehen. Der Sohn aber, und das ist eine der schlimmsten Sätze, die eigentlich vor allem Kinder und Jugendliche sagen können, der Sohn sagt zu seinem Vater, ich bin's nicht wert. Haben Sie schon mal jemanden gehört, der das gesagt hat? Ich bin eigentlich nichts wert. Um mich kümmert sich eh keiner. Wozu bin ich auf der Welt? Ich bin's nicht wert. Es ist eigentlich ein großes Zeichen für ja Selbsthass. Vielleicht sogar ein bisschen völlige Selbstaufgabe. Aber der Vater tut das, was wir alle tun sollten. Er gibt ihm die Möglichkeit, wieder zu sich selbst zu finden. Wieder neu Mut zu fassen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und auch Vertrauen zu einem Leben, zu einer Zukunft und zu Gott. Mit dieser Geste, dass er ihn umarmt und dass er ihn küsst, und das werden wir als Eltern, haben wir andauernd diese Erlebnisse und auch als Großeltern dieses Erlebnis und auch als Tanten, als Onkeln, wenn wir ein Kind in die Arme nehmen und ihm zeigen, dass wir es lieb haben, dann können die schlimmsten Erfahrungen fast fortgewischt werden dadurch. Vielleicht nicht für immer, aber auf jeden Fall in dem Moment ist es eine Erleichterung, die eines der schönsten Erlebnisse ist. Ich habe mir gedacht bei der Vorbereitung der Predigt, wenn Gott mich so sehr liebt, wie ich meine drei Töchter liebe, Ruth, Ronja und Penny, dann muss das unbeschreiblich schön sein.
Wenn Gott euch so liebt, wie Romy und Aurelius euch lieben und wie ihr Romy und Aurelius liebt, dann muss das unbeschreiblich wundervoll sein. Deshalb wird mir bei dem Gleichnis manchmal warm ums Herz, denn die Freude darüber, dass eine Tochter, ein Sohn, den man verloren geglaubt hat, die man verloren geglaubt hat, wieder strahlend in die Arme nehmen kann, gehört eigentlich zur größten Freude, die wir als Menschen empfinden können. Und genau diese Freude hat Gott über uns. Amen. Lasst uns gemeinsam beten und dazu bitte aufstehen. Lieber Gott, du bist uns ganz nah mit deinem Wort, aber auch in der Stille. Und dafür danken wir dir. Wir bitten dich, wecke du unsere Ohren für die kommende Woche. Lass uns in den Ereignissen und in den Geschehnissen rund um uns herum auch deine Stimme hören, die uns verspricht, gerade da bist du uns am nächsten, wo wir dich nicht sehen und wo wir dich nicht spüren. Du bist bei uns in der Freude, aber auch in der Angst, im Leiden und auch in der Krankheit und auch im Tod verlässt du uns nicht. Lieber Gott, wir möchten uns an deiner Liebe erfreuen, auch wenn wir manchmal deine Wege mit uns nicht verstehen. Aber zeige uns, das Leid von Leid zu unterscheiden. Denn manches Leid kann ich ertragen, und kann ich nur ertragen und nur versuchen, es auszuhalten. Gib du mir dann die Kraft dazu und lass mich ein Mensch sein, der aufmerksam und wach bleibt, um auch anderen beim Tragen zu helfen. Manches Leid, Gott, könnte ich auch überwinden. Und zeig mir die Möglichkeit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Lieber Gott, wir bitten dich für uns alle. Lass uns niemals vergessen, was du uns geschenkt hast. Ein Leben mit vielen Möglichkeiten und wunderbaren Fähigkeiten. Und wir wollen heute an all jene denken, die krank sind, auf andere Weise stark beeinträchtigt im Leben. Bleibe du bei ihnen und mit ihnen und auch mit uns. Lieber Gott, wir denken heute an deinen Sohn Jesus Christus, an das letzte gemeinsame Mahl, das er mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und dabei denken wir auch an alle unsere Fehler, die uns vielleicht passiert sind, an unsere Fehltritte, denen wir auch gefolgt sind, obwohl wir es besser gewusst hätten. Lieber Gott, du versprichst uns, dass wir mit all unseren Schuldgefühlen, mit aller aufgeladenen Schuld immer zu dir kommen können und sie abladen können und du uns stärkst, erfrischst, ermutigst, als neue Menschen neu ins Leben zu gehen. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied 395. Vertrauen wir den neuen Wegen.
Ja, liebe Gemeinde, nur ganz kurz, in der kommenden Zeit, man denkt ja Sommerzeit, da ist nichts los. Wir haben am kommenden Samstag einen Tagesausflug auf die Burg Güssing. Es sind, glaube ich, noch Plätze frei, wenn jemand mitfahren möchte. Ja, da wird genickt, genau. Und ja, einfach anmelden, Telefonnummer ist da, wenn noch jemand Lust hat, den Tagesausflug mitzumachen. Ich glaube, es geht sehr früh los, aber es zahlt sich aus. Es ist wirklich eine schöne Sache. Dann Aquarelle malen, wer Lust hat, einmal Aquarelle zu malen oder das schon immer gemacht hat, mal in einer Gruppe machen möchte. Bei uns gibt es den Aquarellmalkurs von Paul an der Schitzke Schönböck am 5.7. wieder diesen Dienstag von 9 bis 12 Uhr im Gemeindesaal oder auch draußen, wenn es schön ist, das Wetter und erlaubt. Es gibt auch alle Utensilien, man muss auch nichts mitnehmen, falls Sie Lust haben, Interesse und vor allem Zeit. Wir wollen uns bedanken für die Kollekte vom letzten Mal in der Höhe von 121,20 €. Herzlichen Dank. Und die heutige Kollekte sammeln wir für ein NGO, eine internationale, die wir schon öfters unterstützen, die auch bei uns Workshops mit Jugendlichen, vor allem mit Konfirmandinnen und Konfirmanden macht, nämlich ECPAT Österreich, Abkürzung für End Child Prostitution and Trafficking. Hier geht es zum Schutz der Rechte von Kindern und Jugendlichen. Und es ist vor allem Aufgabe und Ziel, durch Lobbying bei staatlichen Stellen oder im Privatsektor, bei Verantwortungsträgerinnen, die Erfüllung ihrer Pflichten zum Kindeswohl und zum Wohl der Jugendlichen auch einzufordern und zu einer Umsetzung zu drängen. Öffentlichkeit wird auch aufmerksam gemacht auf die Probleme, die es für Kinder und Jugendliche gibt, vor allem auch, was unglaublich ist im Bereich des Menschenhandels, also unglaublich, aber sie machen auf jeden Fall darauf aufmerksam, arbeiten mit Politik, Justiz, Wirtschaft und Bildung zusammen und haben auch vor einiger Zeit von Interpol eine Auszeichnung bekommen mit dem Preis Crimes Against Children Award für ihre jahrzehntelange Arbeit zur Beendigung der Ausbeutung von Kindern auf der ganzen Welt. Wenn Sie etwas geben können und wollen, geben wir das 1:1 gerne an die Organisation weiter und sagen herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir feiern in diesem Gottesdienst das Abendmahl unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus spricht, ich will euch das Reich zueignen, so wie mir es mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch, in meinem Reich. Als Vorgeschmack darauf feiern wir das Abendmahl in Erinnerung an Jesus Christus. Denn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird niemals wieder hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird niemals wieder Durst haben. Gott ist für uns die Quelle des Lebens. In seinem Licht sehen wir das Licht der Welt. Er ist unsere Zuversicht, befreit uns, führt uns in die Weite und hat Gefallen an uns. Vor Gott hat jeder Mensch unendlich viel Wert. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Wir feiern hier vorne als wanderndes Gottesvolk. Hier auf der einen Seite wird das Brot gereicht, hier auf der anderen, hier links davon, gibt es Wein und Traubensaft in Einzelkelchen. Der Traubensaft ist rot, gut, danke, und der Wein ist hell. Und nun kommt, es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Geht das? Warte mal, ich nehme das. Na, geht schon. Okay.
Lasst uns beten. Lieber Gott, wir danken dir, dass du uns durch deine Nähe gestärkt hast mit den Worten deines Sohnes, mit seiner Gegenwart und bitten dich, gib uns Ohren, die dein Wort hören und offen sind für die Stimme der Liebe und des Friedens. Gib uns Augen, die deine große Liebe auch sehen und auch alles sehen, was du an Wundern für uns bereithältst. Gib uns Hände, die deine Gaben empfangen und lernen, diese auch zu teilen. Gib uns Füße, die immer wieder mal gerne in dein Haus kommen und aufeinander zugehen lernen. Gib uns Körper, die Anteil haben an Brot und Wein, auch in einem neuen Leben, einmal in Ewigkeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch Frieden. Amen. Gemeinsam wollen wir jetzt stehen bleiben und singen das Lied Selig seid ihr. Außer ist das Kind zu schwer, dann kann man es absetzen. Aber ansonsten.